sorgenfrohe Liebesbeweise, Begleiter für einsame Stunden und natürlich eine Tagesdecke, um dem Ganzen das gewisse Flair zu geben. Zu DDR-Zeiten mag sie vielleicht teuer gewesen sein. Und hergeben würde ich sie auch nicht gerne. Gemütlich und verspielt, so sieht es aus, das typische Schlafzimmer der Ossis. Klappbett statt Kuscheln, Fernsehen und Computer direkt am Bett. Hauptsache Ablenkung, damit bloß keine Langeweile aufkommt. Ab und zu laufen ja auch schon mal schöne Filme abends. Da kann man sich dann auch gemütlich im Bett einkuscheln und so. Das ist dann schon mal nicht schlecht. Praktisch und Hightech. Eben einfach das typische Schlafzimmer der Wessis. Der Ossi-Wessi-Betten-Konflikt. Laut einer Studie der Frankfurter Messe gibt es ihn auch heute noch. Dr. Gerd Böttger über den kleinen Unterschied. Es hat sich hier in der Tat unter anderem ein klarer Unterschied zwischen ostdeutschen Schlafzimmern und westdeutschen Schlafzimmern insofern ergeben, als über viele verschiedene Gruppierungen das ostdeutsche Schlafzimmer mehr Pflanzen hat. Insgesamt könnte man sagen, in gemütlicher und weniger technischer eingerichtet ist, so muss ich sagen. Währenddessen in einem westdeutschen Schlafzimmer gerne ein Computer steht, ein Schreibtisch, ein Fernsehen. Wir wollten wissen, wie sieht es wirklich hinter den sonst verschlossenen Schlafzimmertüren aus und haben in Leipzig und Köln Reporter durch die Wohnungen geschickt. Guten Tag. Hallo. Hier ist der RTL Schlafzimmercheck. Sie sind die Frau Otten? Um Gottes Willen, ja. Es gibt eine Studie, die sagt, dass ostdeutsche Schlafzimmer angeblich gemütlicher sind als westdeutsche. Glauben Sie sowas? Nein, ich glaube das nicht. Ich denke, da tut sich nicht viel. Können wir mal in Ihr Schlafzimmer gucken, ob es gemütlich ist? Das wäre quasi das westdeutsche Arbeitsschlafzimmer. Eben als arme Referendarin hat man nicht so viel Geld und muss dann ein bisschen kombinieren. Sind Sie mehr so jemand, der praktisch denkt, oder? Ja. Absolut. Ja, ich denke, das zeigt das hier schon, weil das eben eine Kombination ist aus Schlaf- und Arbeitszimmer. Ist es ja eindeutig praktisch gedacht, ne? Also eben die ganzen Arbeitsmaterialien, mehr brauche ich eigentlich auch nicht. Typisch Wessi eben. Tina Heidmann ist erst vor kurzem mit ihrem Freund zusammengezogen. Die erste gemeinsame Wohnung mitten in Leipzig. Im Schlafzimmer Andenken, Liebesbeweise und Blumen. Alles könnte noch schöner sein, wenn nicht der Streitpunkt Stofftiere wäre. Das ist das Einzige, was ich mir aufheben durfte. Das war noch mehr. Also den Rest musste ich dann schon. Ach, Sie hatten früher ganz viele Plüschtiere hier im Bett. Das ganze Bett ist unten drunter voller Plüschtiere. Die habe ich alle nach unten verfrachten müssen. Warum? Nee, da hat er gesagt, wie im Kindergarten. Wollte er nicht. Also Ihr Mann findet das Plüschtier auf dem Bett aussehen wie Kindergarten. Ich würde ja gerne mal sehen, warum Sie sich mit Ihrem Freund gestritten haben. Weil es einfach zu viele waren. Und sie sind weg. Wie, sie sind weg? Sie sind weg, die Plüschtiere. Wie, hat Ihr Freund die Plüschtiere entsorgt, oder was? Ja, wahrscheinlich. Sie sind weg. Sie sind echt weg. Doch wenigstens der Stofftierzoo hinter der Tür, der ist ihr geblieben. Bei Familie Sousa bleibt der Mann gern länger im Bett. Nicht gemütlich neben der Ehefrau, sondern mit elektronischer Dauerberieselung. Mein Fernseher, mein Computer, alles okay. Ich finde es hier schön gemütlich, schön warm. Der Wessi liebt sein Schlafzimmer eben, auch wenn er sich offenbar nicht so viel Mühe mit der Gemütlichkeit gibt wie der Ossi. Karin Krämer kann sich ihr Bett besser ohne Mann als ohne Tagesdecke und Ente vorstellen. Die wasche ich früh und lege sie abends wieder drauf oder mittags, wenn sie trocken ist. Die ist ja ganz schnell trocken. Ach, die wird dann wieder trocken? Die wird ganz schnell trocken. Das heißt, es gibt keinen Tag ohne Tagesdecke? Nein, eigentlich nicht. Bei mir eigentlich nicht. Ich bin mehr, wie soll ich Ihnen sagen, mehr fürs Gemütliche. So, mir gefällt das. Gemütlich geht's im Osten also zu. Die Studie hat recht behalten. Auch im Westen hat sich bestätigt, lieber Fernsehen statt Fummeln und bloß nicht zu viel Shishi. Der Wessi und der Ossi. Sie liegen anscheinend immer noch in verschiedenen Welten. Und gleich die Bilder des Tages heute aus Bayern. Nach einer ganz kurzen Pause. Bis gleich.